Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gem und versucht mal die Wolfsrüstung wieder ein bisschen aufzuholen, dass wir die Wolfsausrüstung haben. Das ist immer wichtig, dass wir die Wolfsrüstung haben. So, der Level, das ist ein bisschen heftig. Doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtigen. Triss und Yen beriefen die erlöste und dezimierte Loge der Zauber. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, zum für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Tau gelangte er durch verschieden in die Stadt Tiernalia, wo sie Dienst Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu. Als er erfuhr, dass Eredin den gemordet hatte, war er bereit, Avalach, den Usurpator, zu besiegen. So Leute, jetzt versuchen wir mal die Wolf-Ausrüstung zu holen und ein bisschen. So, das sind die Handtaschen. Und aber so, ich glaube, ah ja, stimmt, jetzt hat das Ding und so, die dass wir wieder was sehen können. Dass man einen Stock in den. Ja, das ist jetzt wichtig, Leute. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Ein Hühnerhaus. Als Wächter zur Hülle. Oh, Alter, der ist. Das ist gut. Oh nee, Leute. Mann, das ist so heftig, finde ich, Leute. Der kämpft aber ziemlich stark, finde ich. Ich bin ja schon für Level 33, ist aber ziemlich stark, finde ich, der Genius, oder Leute? Warte mal, ich gucke noch mal, was wir brauchen. Vielleicht suche ich noch mal was aus. Die Katze haben wir ja. Und jetzt gucke ich mal, vielleicht gibt es noch irgend so was, wo man den Öl oder so, das wäre halt auch gut. So ein Öl oder so, glaube ich. Müssen wir gucken, was der Genius alles. So, dann schauen wir mal. So, erstmal machen wir mal Ding, Leute. Tun wir die nehmen. So, und jetzt schauen wir mal, wer noch mal hart braucht, der Genius. Und dann schauen wir mal, was da so haben. Ach, der Wachnerv, wie kann das? Das ist der Genius. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist, Alter. Der Genius. Öle braucht einfach nur Öle, Erdgenius. Das ist Erdgenius, Erdgenius, okay. Der braucht Bombe und gut. Ölbombe, okay, vielleicht immer, hoffentlich immer Öl, ja gut. Öl, besten Öl. Alles.
Das ist ein Öl, aber ich weiß. Versuch mal. Ob man so gegen ihn besiegen könne. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Ein Gen von einem Magier beschworen, als Wächter zurückgelassen. Alter, da ist so am Mann. So Leute, warte mal, können wir Bomben machen? Schmeißen, gucken wir mal, ob wir die Bomben haben. Okay, gucken wir mal. Okay, die Bombe sind jetzt. Wir müssen eben, wenn man Bombe findet, ihn zu töten irgendwie. Weil ich habe ja noch andere Bombe von dem. Wäre halt sau gut, dass wir noch ein paar Bomben hätten. Monsternester. Okay, vielleicht können wir irgendwie Bomben machen jetzt noch so. Monsternester, immer die Monsternester. Machen wir die trotzdem noch weiter, aber ich. So, jetzt schauen wir mal irgendwie, dass man. So, irgendwie müssen wir jetzt eliminieren, Leute.
Oh Mann. Oh Mann, es wird lang dauern, Leute. Oh Mann, das wird jetzt ein bisschen langer Kampf. Boah, Scheibengleisen. Boah, Alter, ich wäre fast gestorben, Leute. Ich glaube, ich speichere mal vorher. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist so ein nerviger Kampf jetzt, Leute. Oh Mann, was für ein langer Kampf, Leute. Boah. Kurz mal eine Pause machen, Leute, alle. Schon heftig finde ich manchmal. Der Typ ist schon ziemlich schwierig zu besiegen, finde ich. Boah, Mann, oh Mann. Da sind wir fast wieder gut aufgelevelt. Ich brauche wieder die Katze, okay?
So Leute, fast hämmer ihn jetzt. Oh, endlich. Ein Hexenschuss. Oh Mann, das war echt heftig, Leute. Aber ich denke, sagen, die Quest könnte man doch vielleicht noch machen, aber ich gehe mal hier, aber wir machen erstmal die Hexe, nicht die Hexe, die Schatzsuche fertig, Leute. Wissen die? Ah, da ist hier. Alter, das war schon ein heftiger Kampf, fand ich, Leute. So, Leute, jetzt haben wir, oh Mann. Jetzt haben wir Mutti, okay. Boah, jetzt mache ich aber erstmal schlaf erstmal eine Stunde. Und dann haben wir einfach mal besser Sache wieder, würde ich nur sagen. Weil es schon heftig ist, was man so abging. So Leute, jetzt speichere ich mal. Mann, das war ein echter Mega-Fight. Aber wir haben ja die gepackt, Leute. So, und jetzt schauen wir noch, vielleicht können wir noch die anderen Quests weitermachen. Wolfenschul Teil 4, okay. Könnte man jetzt nur anfangen, weitermachen. Schauen wir mal, wo wir da hin müssen jetzt. Für die nächste. In Novigrad müssen wir denn, okay. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann Pläne zu schmieden. Der elfische Wissende beschloss, die Unterstützung für den König der wilden Jagd in dessen Königreich zu sabotieren. Mit Geralt im Schlepptau gelangte er durch verschiedene Welten in die Stadt Tiernalia, wo sie Eredins Stellvertreter Gels fanden. Dieser war dem vorigen König des Erlenvolks treu ergeben gewesen. Als er erfuhr, dass Eredin den König ermordet hatte, war er bereit, Avalach und Geralt zu helfen. Was da immer so abgeht im Spiel, finde ich schon. Das wird schon manchmal schon nervig, finde ich. Aber das schaffen wir ja schon, Leute. So, dann reiten. Gehen wir mal durch so. Oh, dann gehen wir mal zum Silberschwert, oder Leute? Oh Mann, das sind ja viel. Oder mal gucken, ob wir das Schwert kriegen. Das Hardcore-Schwert, da werden wir selber dafür.
Oh nein. Oh, wieder so ein Atem. Dann lasse ich das. Oh, ich muss mal gegen seine kämpfen. Aber warum kommt man so nicht rein? Dann lesen wir mal die Sache durch im Inventar, oder? Oh ne. Das heißt, wir müssen so rein, aber müssen wir es denn eliminieren? Oh ne, da ist wieder. Oh. Oh ne, da ist. Oh, da ist der Start, Leute. Ich denke, Sache, Leute. Wir sagen mal tschüss. Wir werden jetzt dann beim nächsten Mal kämpfen. Somit sagt euer Peter Game nach wieder tschüss. Bis dann und PG. Bis dann.